الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Liebe Geschwister im Islam, wir wollen ein paar wenige Sekunden verbringen mit einem Hadith, der eine gewaltige Stellung bei uns im Islam hat. Und zwar berichtet Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu wa arda, أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الله قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. Und zwar berichtet Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu warda, dass ein Wüstenaraber zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, einer von weit entfernt, und er fragte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, die Gesetze im Islam sind zu viel für mich geworden. Bedeutet, es gibt viele gute Taten, aber ich verliere langsam den Überblick. Und wallahi, so ist das, liebe Geschwister, Subhan al-Malik. Es gibt so viel Gutes, was wir machen können im Islam. Einer schafft es vielleicht nicht, in der Nacht zu beten, aber er kann regelmäßig eine Spende geben. Der andere ist knauserig, ist etwas geizig. Ihm fällt es sehr schwer, etwas zu spenden. Dafür aber hilft er sehr gerne den Menschen. Und ein anderer wieder, der geizig ist und auch den Menschen nicht gerne hilft, er ist eine Person, der sehr gut zu den Eltern ist. Und die Taten sind viele. Und dieser Wüstenaraber sagte zu ihm: Ja, Rasulallah, die Taten im Islam, die guten Taten, die man verrichten kann, für die man auch belohnt wird, sind zu viel für mich geworden. Mit anderen Worten, nenne mir eine Tat, atashabbathu bih, so heißt es im Hadith, bedeutet, an der ich festhalten kann. Und dieses Festhalten, was hier im Hadith genannt wird, das letzte Festhalten vor dem Herunterfall, das ist mit atashabbathu bih gemeint in diesem Hadith. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der die Frage sehr gut verstanden hat und der Offenbarung bekommt von Allah azza wa jal, so dass wir auch verstehen, liebe Geschwister, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihm nicht irgendeine Tat ausgesucht hat, sondern eine, die wahrlich von gewaltiger Bedeutung ist. Er sagte zu ihm: Deine Zunge soll immer feucht sein vom Gedenken an Allah, bedeutet, höre nicht auf, Allahs zu gedenken. Allahu Akbar. O Wallahi, was für eine wunderschöne Tat Dhikrullah ist. Dhikrullah bedeutet das Erwähnen Allahs, das Gedenken an Allah Azza wa Jal. Warum sagst du La ilaha illallah, wenn du Allah nicht liebst? Warum sagst du La hawla وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, wenn du Allah nicht liebst? Warum sagst du Subhanallah, wenn du Allah nicht liebst? Und wisse, o Diener Allahs, und das ist die frohe Botschaft für dich heute, du erwähnst nur den, den du liebst. Du erwähnst nur den im Guten, den du liebst. Und das Dhikrullah ist ein Beweis für dich, dass du Allah Azza wa Jal liebst, Subhanahu wa Ta'ala. Möge Allah Azza wa Jal uns auch lieben. Das heißt, du beschäftigst dich mit dem Gedenken an Allah Azza wa Jal und tust das dauernd und ständig. Und das ist von den vorzüglichsten Taten im Islam. Es ist sehr leicht umzusetzen, du brauchst kein Geld und du brauchst keine besondere Vorbereitung dafür und du brauchst auch keine besondere Kraft dafür. Du musst dich nicht abmühen in einer Art und Weise, wie es dir schwer fallen würde, sondern du erwähnst Allah mit deiner Zunge und Allah Azza wa Jal wird dich in diesem Moment lieben und noch mehr, du bekommst eine Ruhe in deinem Herzen, so sagt Allah Azza wa Jal: Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken an Allah Azza wa Jal ruhig? Subhan al-Malik, schau, der gnädige Allah Azza wa Jal, wenn du etwas Gutes tust, so muss er dich dafür belohnen. Und wenn du seiner gedenkst, wer verdient mehr, dass man ihn gedenkt, außer Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala.
wenn du seiner gedenkst, so wird Allah Azza wa Jal dir Ruhe in deinem Herzen geben. Nichts und niemand kann dir diese Ruhe geben, außer Allah. Weder die Musik, noch irgendein Buch, was die Leute in dieser heutigen Zeit lesen. Es sind die Worte Allahs. Diese Worte Allahs geben dir wahrlich Ruhe in deinem Herzen, deswegen halt daran fest. Und du bist oft draußen und du betrachtest die Schöpfung. Siehst du nicht die Sonne, so sag Subhanallah. Siehst du nicht den Mond, so sag Subhanallah. Siehst du nicht die Vögel, wie sie fliegen. Und es wäre eigentlich unmöglich, dass sie fliegen könnten, außer mit der Erlaubnis Allahs Azza wa Jal. Sag Subhanallah. Siehst du dich nicht selbst als ein Beispiel, wie du aus etwas Samentropfen entstanden worden bist? Sag Subhanallah. Siehst du nicht die Gnaden, die Allah Azza wa Jal dir gegeben hat? Sag Alhamdulillah. Siehst du nicht, dass nur Allah Azza wa Jal einzig und alleine das gesamte Universum und die Menschen und die Djinn und die Tiere und die Bäume und die Erden erschaffen hat? Sag La ilaha illallah. Und ich sage dir, wenn du La ilaha illallah sagst, o Diener Allahs, so ist das schwerer auf der Waagschale als die Himmel und die Erde. Als die Himmel und die Erden und was dazwischen ist. Vergesse niemals dieses La ilaha illallah. So hat Musa alayhi salatu wassalam Allah azza wa jal gebeten, dass er ihm ein Dhikr beibringt, der speziell nur für Musa alayhi salatu wassalam sein sollte. Und Musa alayhi salatu wassalam, er war einer, der Allah azza wa jal sehr geliebt hat. Und er wollte etwas Spezielles für sich. Nicht etwas, was bekannt war unter den Leuten, sondern etwas, was speziell war für ihn. So hat Allah azza wa jal ihm gesagt, sag La ilaha illallah. Musa alayhi salatu wassalam, er wollte seinen Herrn so gewaltig wie möglich machen. So hat er gesagt, ja Allah, etwas, was speziell für mich ist. Jeder sagt La ilaha illallah, sag etwas, was speziell für mich ist. So sagte Allah azza wa jal, weißt du denn nicht, ja Musa, dass wenn die gesamten Himmel und die gesamten Erden auf einer Waagschale wären und was dazwischen ist und La ilaha illallah ist auf der anderen Waagschale, so wird La ilaha illallah überwiegen. Allahu Akbar. Sag La ilaha illallah. Vergesse nicht La ilaha illallah zu sagen. Wie oft sitzt du vor dem Computer und du ladest was herunter, bevor du die Prozente mitzählst für den Download, so sag La ilaha illallah. Und wenn du auf den Bus wartest, sag La ilaha illallah. Wenn du in der U-Bahn bist, sag La ilaha illallah. Vergesse nicht, La ilaha illallah zu sagen. Und wenn du dich daran gewöhnt hast, La ilaha illallah zu sagen, so wird Allah Azza wa Jal dir dazu verhelfen, dass du im letzten Moment deines Lebens, bevor Allah deine Seele nimmt, auch La ilaha illallah sagst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wessens letzten Worte La ilaha illallah sind, so wird er das Paradies betreten. Man kana akhiru kalami La ilaha illallah dakhal al jannah. Möge Allah azza wa jal mir und dir das Paradies geben. Möge Allah azza wa jal uns ohne Abrechnung in das Paradies eingehen lassen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.